Hallo aus Straßburg. Hier ist, wie gehabt, mein Bericht von der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, diesmal von der Februarsitzung. Beim Thema der Woche würde ich sagen, es gibt vor allem zwei. In den Institutionen, in den Gesprächen hier im Parlament war eindeutig das Thema Nord Stream dominierend. Und es ist ein Erfolg für das Parlament, dass wir dazu beitragen konnten, dass diese Sonderregeln, die der russische Gasmonopolist Gazprom gerne sich hätte einräumen lassen, mit Unterstützung leider der Bundesregierung, dass die nicht kommen werden. Ob damit der Bau der Pipeline Nord Stream 2 gestoppt wird, kann niemand sagen, weil die Frage jetzt an die russische Seite geht, wie sie sich zu den Auflagen stellen, denen sie unterworfen sein werden. Aber immerhin ist wichtig, dass nicht die Politik des Deutschland zuerst gesiegt hat, sondern die Politik des Europa zusammen. Da haben wir aktiv mitgewirkt als Grüne und da bin ich auch stolz darauf, dass wir das hingekriegt haben. Und das zweite Thema der Woche, das vor allem in sehr, sehr vielen Zuschriften, in Tausenden von Zuschriften sich niederschlägt, ist das Copyright-Thema, wo das Ergebnis, was jetzt beim Trilog rausgekommen ist, also bei den Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat, schlechter ist als das, was zu Beginn des Trilogs im Parlament beschlossen worden war. Und ich glaube nicht, dass es viele geben wird, die sich für fortschrittlich halten und diesem Ergebnis zustimmen. Aber das werden wir in der Abstimmung ja sehen. Gab es Gewinner der Woche? Hier in Straßburg habe ich diese Woche keine gefunden. Aber es gibt Gewinner der Woche und die findet man auf vielen Straßen und Plätzen in ganz Deutschland und auch anderen europäischen Ländern unter den jungen Menschen, die auf die Straße gehen, um zu demonstrieren für eine Energie- und Klimapolitik, die ehrgeizig ist, die zielführend ist. Und falls einige von euch da sehen, ihr Friday for Future Leute, lasst euch durch niemand davon abbringen, dass ihr euch engagiert und dass ihr die Politik fordert, diese Ziele auch ernst zu nehmen. Einen Verlierer der Woche kann ich identifizieren und der hat mindestens zweimal verloren. Das ist der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier. Zum einen hat er verloren, weil es ihm nicht gelungen ist, den deutschen Sonderweg bei Nord Stream 2 durchzusetzen. Deutschland muss akzeptieren, dass das europäische Energierecht auch für Deutschland gilt und auch für eine zwischen Deutschland und Russland an den Interessen unserer Nachbarn vorbei betriebene Pipeline Nord Stream 2 gilt. Das hat Herr Altmaier verloren. Und Herr Altmaier hat zum Zweiten verloren, weil er eingeknickt ist bei einem Thema, bei dem die Bundesregierung sogar im Koalitionsvertrag versprochen hatte, dass sie stark bleiben will, nämlich bei der Ablehnung von Upload-Filtern beim Copyright. Deutschland hat dieses Versprechen gestrichen. Die Bundesregierung hat sich auf ein Ergebnis eingelassen, in dem jetzt Upload-Filter verbindlich vorgeschrieben werden. Ich halte das für ein ziemlich schändliches Ergebnis und deswegen nominiere ich den guten Peter Altmaier zweimal zum Verlierer der Woche. Grüne Erfolge der Woche, ich würde drei nennen. Erstens FDI-Screening, das heißt die Überprüfung von ausländischen Direktinvestitionen in Europa in sensible Infrastrukturbereiche und andere Bereiche. Da haben wir eine Lösung hingekriegt, in der ich auch selber mitgearbeitet habe, die wichtig ist. Nicht für Protektionismus, sondern um dafür zu sorgen, dass faire Bedingungen existieren. Zweitens, die Kommission hat, und das ist auch mit ein Ergebnis unserer Arbeit, eine Liste publiziert, eine Schwarzliste von Ländern, in denen Geldwäsche besonders häufig vorkommt. 23 Länder stehen da drauf. Da sind noch nicht alle drauf, die drauf gehören, aber es sind schon mehr als bei der letzten. Und es zeigt, dass der Druck, den wir da machen, auch was hilft.
Und schließlich haben wir auch noch ein Ergebnis gekriegt beim Digital Europe Program, also dem Programm zur Investition in die digitale Zukunft von der EU. Das ging am Schluss relativ konsensual mit dem Rat, aber auch das ist ein wichtiges Zukunftsthema, an dem wir beteiligt sind. Meine Arbeit diese Woche war sehr vielfältig. Am Montag hatte ich noch ein sehr interessantes Fachgespräch zur Industriepolitik in Berlin. Hier hatte ich eine ganze Reihe von Trilogen, bei denen es im Moment zugeht wie beim Pretzelbacken. Also eine ganze Reihe. In schneller Folge versucht man, eine ganze Reihe von Themen noch abzuschließen. Neben dem Digital Europe Program war Nord Stream dabei, es war die Clean Cars Directive dabei. Da geht es darum, wie öffentliche Institutionen Autos und Kraftfahrzeuge mit niedrigen Emissionswerten beschaffen sollen. Copyright, das war jetzt kein gutes Ergebnis. Und wir hatten auch eine ganz spannende Diskussion unter Mitgliedern, die sich um transatlantischen Handel kümmern, mit Blick auf die von der Kommission geplanten Handelsgespräche mit den USA, wo sich eine Mehrheit abzeichnet, im Handelsausschuss zu sagen, nee, so ein Mandat, wie das die Kommission sich wünscht, unterstützt das Parlament nicht. Sehr viele Themen, sehr viel Kontroverse, auch durchaus ein paar Erfolge auf den letzten Metern. Ich wünsche euch viel Schaffenskraft bis zum März.